Willkommen Fußballfreunde zu einem neuen Video auf Team Evil, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Als Torwart nutzt man schon mal gerne ein paar gemeine Tricks, um sein Gegenüber zu verunsichern. Der Torwart kann in vielen Spielen der entscheidende Mann sein und sie alleine entscheiden, und deswegen gibt es auch einige Keeper, die alles tun würden, um ihr Tor sauber zu halten. Heute haben wir drei für euch, die eiskalt gecheatet haben. Fangen wir an. Nummer 1. Es war das Viertelfinale der WM 2014. Der spätere Weltmeister ist uns allen bekannt, Deutschland. Das ist uns natürlich allen gut in Erinnerung. Im Viertelfinale, das kennen vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute, traf Holland unter Louis van Gaal auf Costa Rica. Die Niederlande waren natürlich klar favorisiert, aber schaffte es in 120 Minuten Spielzeit nicht, ebenso wie der Herausforderer aus Mittelamerika, ein Tor zu erzielen. Also ging es ins Elfmeterschießen. Und jetzt passierte etwas, was im Fußball nicht oft geschieht. Der Trainer von Holland wechselte seinen Stammspieler, Jasper Cillessen, kurz vorm Elfmeterschießen aus und sein Ersatzmann Krul ein. Krul galt als absoluter Elfmeterkiller. Dass ein Torwart vor dem Elferschießen ausgewechselt wird, ist sehr selten. In diesem Fall aber funktionierte es. Krul reagierte zweimal hervorragend und mit 4-3 zogen die Niederlande ins Halbfinale ein. So weit, so gut. Doch Krul arbeitete nicht unbedingt mit fairen Mitteln. Er ging auf jeden Spieler, der gegen ihn antrat, zu, blieb nicht im Tor, sondern lief wie gesagt zu ihm hin und redete mit ihm, versuchte ihn mit Psychospielchen, Psychotricks einzuschüchtern, sagte ihm, er würde auf gar keinen Fall treffen. Er redete so lange auf sie ein, bis sie verschossen oder er Elfmeter halten konnte. Der Schiri Martin zwar, aber gab nicht mal gelb dafür. Dieses unsportliche Verhalten sorgte dafür, dass der Sieg einen bitteren Beigeschmack hat. Den Holland-Fans war das aber sicher egal. Nummer 2. Selten sieht man, dass eine Mannschaft einen Schiedsrichter überzeugen kann, seine Entscheidung rückgängig zu machen oder sie zu ändern. Klar, es wird immer wie wild protestiert und mittlerweile gibt es ja zum Beispiel den sogenannten Neuer-Gedächtnisarm, weil Manuel Neuer bei jedem Gegentor immer den Abseitsarm hebt, egal wie sehr es auch kein Abseits war, und zum Schiedsrichter schaut. Eigentlich nie lässt sich ein Schiedsrichter seine Entscheidung ausreden, wenn er sie erst einmal getroffen hat. Zumindest in der Zeit vor dem Videobeweis. Mittlerweile ist ja alles anders, da kann ja noch jemand eingreifen und sagen, hey Schiri, es ist gerade falsch gemacht. Kevin Trapp, aktuell bei PSG, hatte es im Trikot von Eintracht Frankfurt auf jeden Fall aber geschafft, den Schiedsrichter bzw. den Linienrichter Kai Voss im Spiel gegen Bayern München zu überzeugen. Vor der Pause beim Stand von 0-0 erzielte Thomas Müller das klare 1-0. Er stand zwar theoretisch im Abseits, aber der Ball kam vom Frankfurter Spieler Hasebe. Trapp lief, nachdem der Schiri auf Tor entschied, zum Linienrichter und sprach mit ihm über die Situation und fragte nochmal ganz genau nach. Und nachdem die beiden sich also unterhielten, sagte der Linienrichter auf einmal doch Abseits. Und der Schiri nahm das Tor wieder zurück. Trapp hat es geschafft, ihn zu überzeugen, obwohl es eigentlich ein rechtmäßiges Tor war. Dennoch verlor die SGE mit 3-0. Nummer 3. Marvin Hitz musste eine Summe von etwas über 100 Euro an Köln überweisen. Warum? Weil er den Rasen kaputt getreten hatte. Er bezahlte das Geld aber gerne, denn damit hatte er seiner Mannschaft einen 1-0-Sieg gesichert. Die Szene war aber sehr umstritten und ist sicherlich den meisten noch im Gedächtnis geblieben. Der Augsburger Keeper trat den Elfmeterpunkt kaputt. Kurz darauf rutschte Modest beim Elfmeter aus, wohl dank der Rasenpräparierung von Hitz, und der konnte den Ball relativ leicht entschärfen. Auch das war ein ziemlich unfaires Mittel, aber der Schweizer bezahlte wie gesagt gerne das Geld und mittlerweile können wahrscheinlich alle Beteiligten über diese Szene lachen. Ja, liebe Freunde, welche nicht ganz so fairen Aktionen von Torhütern kennt ihr noch? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, wir sind gespannt. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, ganz wichtig. Und wir sind wieder an der Endcard angekommen. Links kommt ihr zum letzten Video, da ging es um Spieler, die vom Blitz getroffen wurden. Checkt das auf jeden Fall ab, ein kleiner Klick. Rechts kommt ihr zu einem zufälligen Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns morgen wieder und denkt dran, haltet den Ball flach.